Servus liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach langer Zeit wieder mal ein Ultimate Team Video, um genau zu sagen, ein Trading Tipp, wie du einen Spieler snipes, also ich sag mal so, wie du allgemein Gewinn machst. Aber heute ist, ich sag mal, Trading Tipp Spieler snipen. Also Spieler snipen heißt, je nachdem Spieler dann, für, ich sag mal, Durchschnittspreis liegt bei 11k. Und wir versuchen ihn zum Beispiel für 9k, 8k zu snipen. Also ihr sucht, dann geht ihr raus und sucht, also aktualisieren und so weiter. Und weil es gibt immer Leute, die dann für 1 oder 2k die Spieler billiger reinstellen, dann müsst ihr sehr schnell sein, den Spieler dann für den Preis ergattern, sage ich mal. Und das funktioniert am besten, ich sag mal, bei besseren Spielern, die halt auch ein bisschen teuer sind. Ich kann auch noch mal zeigen, ich mache das mit etlichen Spielern. Also bei mir, ich kenne mich schon echt gut aus mit Trading. Aber ich zocke seit längerem kein Ultimate Team mehr. Zum Beispiel, ich trade hier mit seltenen Spielern, mit Non-Rare-Spielern, sogar mit Silberspielern, sogar mit Bronze-Pack-Methode. Also ich habe alle Videos damals rausgebracht, von Anfang bei FIFA 20 die Bronze-Pack-Methode, die Silberspieler-Methode und auch die Goldspieler-Methode. Deswegen checkt auch die Videos ab und wir reden mal nicht viel und ich zeige euch gleich mal diesen Trading-Tipp. Ja Leute, jetzt sind wir hier angelangt, worauf ihr hier achten müsst. Das ist wirklich ein Spieler, also ihr könnt es mit jedem x-beliebigen Spieler machen, nur das Wichtige ist, dass der Spieler so gut ist, dass ihr ihn auch in eurem eigenen Team spielen lassen würdet. Zum Beispiel hier Trent Alexander-Arnold, ich denke mal der beste englische Rechtsverteidiger mit einer 83 oder allgemein der beste aus der Premier League. Hat wirklich auch richtig gute Stats. Also wie gesagt, ihr müsst erstmal so Gesamtrating achten. Dann, das Wichtige ist auf die Liga, welche Liga er spielt, weil ihr könntet eine 85 haben, aber könnte was weiß ich, in was weiß ich, Kolumbien spielen. Also nichts gegen Kolumbien, aber zu 90% macht keiner ein kolumbianisches Team ein Ultimate Team. Also ich sag mal so, das meist bevorzugte ist, denke ich mal, die Premier League. Deswegen würde ich mich danach richten und danach, also die Top 5 Ligen, sage ich jetzt einfach mal. Wir schauen jetzt hier einfach mal, wenn es so geht, Trent Alexander-Arnold, ich mache es mal zum Beispiel mit ihm. Ja Leute, wir sehen jetzt zum Beispiel die Preise. Ich sehe jetzt zum Beispiel für 6,4 schon mal den Spieler. Ich gehe jetzt mal hier runter auf 6,4, mal schauen, ob wir ihn hier billiger, ich schaue mal bei 6 nach, ob wir ihn für 6 finden können. Okay, für 6 finden wir ihn nicht. Ich gehe mal hoch auf 6,2 und hier kommt zum Beispiel eine und da müsst ihr sehr schnell sein. Ich habe sehr schnell jetzt diesen Spieler ergattert. Ihr habt zum Beispiel gesehen, der Spieler lag bei 6,4. Also das war der minimale Sofortkaufpreis, sage ich mal, den ich gesehen habe. Vielleicht gibt es ihn auch jetzt für 6,3. Und es gibt zum Beispiel Leute, die schauen zum Beispiel den Preis an. Ah, okay, 6,4 oder was weiß ich. 7 ist das billigste. Ich tue ihn jetzt für 1k mal runter. Und ihr könnt dann zum Beispiel auch so diesen Spiel überteuerter verkaufen. Zum Beispiel auch wenn der billigste bei 6.000 liegt, könnte ich ihn für 8.000 easy verkaufen, weil es gibt Spieler, die schauen gar nicht, wenn sie einen Spieler kaufen, auf den Mindestverkaufspreis, sondern die suchen einfach Trent Alexander-Arnold, schauen ungefähr Durchschnittspreis, ja okay, 7-8k, geben das einfach ein bei maximalen Preis und dann schauen die ah, für 7k und kaufen den, obwohl es den für viel billiger gibt, weil es gibt Spieler, die sind einfach faul und die, ich sag mal so, schauen es gar nicht nach, weil die gar nicht so viel Zeit da verschwenden wollen. Aber ihr, wenn ihr Gewinn machen wollt, müsst ihr so viel Zeit darin investieren. Wir hatten jetzt sehr viel Glück, dass ich wirklich bei 6,2 direkt einen Spieler gefunden habe. Und ihr müsst dann auch sehr schnell sein mit der Fingerfertigkeiten auf Sofortkauf gehen. Und für wie viel tue ich ihn auch jetzt rein? Das ist auch nochmal sehr wichtig. Zum Beispiel, ich habe ihn für 6,2 gekauft. Sein Sofortkaufpreis liegt Minimum bei 6,3, 6,4. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich ihn für 6,4 verkaufen kann, sondern ich kann ihn Minimum, ich sag mal so, ich habe, also das ist so ein Gefühl, ihr müsst je nach Gefühl, ihr müsst die Preise ungefähr kennen bei den Spielern, für wie viel könnte er weggehen. Und da ich halt seit längerem, ich sag mal seit FIFA 13 schon diese Trading-Tipps mache und mich gut auskenne, weiß ich ungefähr, wie welcher Spieler für wie viel weggehen kann. Ich denke, für 7k könnt ihr ihn rein tun, also Sofortkaufpreis. Und das Wichtige ist auch, dass ihr auch zwischen dem Startpreis und dem Sofortkaufpreis wirklich, ich sag mal, eine Differenz lässt. Zum Beispiel hier ist die Differenz 1k. Aber ich mache hier mal sowas hier. Ich mache sogar 8,5 und 7,5.
Das ist wirklich, und das Wichtige ist auch, dass sie wirklich für eine Stunde rein tut. Ich könnte 3 Stunden machen, 6 Stunden, 12 Stunden, einen Tag, 3 Tage. Wieso eine Stunde? Denn die Spieler, die, ich sag mal, ich suche jetzt mal einen Trent Alexander-Arnold. Es gibt zwei Varianten. Ich könnte ihn für eine Stunde rein tun oder für einen Tag. Und das Ding ist, es gibt zig von Alexander-Arnolds Karten. Und wenn ich ihn für einen Tag mache, logischerweise werden die ja gelistet nach der Dauer. Klar, natürlich nach dem Preis, wenn ihr es eingibt, aber nach der Dauer. Und wenn ich ihn für eine Stunde rein tue, nach 20 Minuten, logischerweise ist er bei 40 Minuten. Ist viel weiter vorne, als wenn ich ihn für 3 Tage rein tue. Ist er ganz weit hinten. Deswegen ist klar, natürlich besser für 3 Tage sind die länger drin. Und bei einer Stunde müsst ihr die jedes Mal aktualisieren. Aber es gibt ja eine App, die FIFA 20 App, ladet die euch herunter. Ist auch nochmal ein kleiner Tipp von mir. Dort könnt ihr dann einfach in 5 Sekunden 2 Fingertipp. Sollen wir mal mit dem Finger tippen und dann könnt ihr ihn wieder einstellen. Aber eine Stunde bevorzuge ich, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Der wird auch unterschätzt. Deswegen für eine Stunde vom Preis her habe ich ungefähr, also wirklich, wenn ich jetzt als Spieler wäre, könnte ich für Alexander Arnold schon 8,5 ausgeben. Also sollte auch nicht übertrieben sein, aber auch nicht zu niedrig sein. Es kann auch sein, dass er für den Startpreis weggeht. Da habt ihr ungefähr um die 1K Gewinn gemacht. Aber wenn ihr das zum Beispiel mit 10 Spielern macht, und ihr verkauft die dann innerhalb 1-2 Stunden, habt 10k Gewinn gemacht. Und das ist wirklich nicht viel Aufwand, was ich hier betreibe. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden mit diesem Spieler-Snipen. Da braucht ein bisschen Geduld. Wir hatten jetzt Glück, dass wir sofort einen Spieler geholt haben. Deswegen braucht ihr ein bisschen Geduld. Und ich werde auch dann weitere solche Videos machen. Ich werde auch dann die Spiele zeigen, die ich auch verkauft habe. Und dann seht ihr auch einen Beweis, dass wirklich dieser Trading-Tipp funktioniert. Leider hatte ich ihn davor nicht gemacht, diesen Trading-Tipp. Deswegen konnte ich keinen Spieler zeigen, den ich schon mal verkauft habe. Und das Blöde ist auch, ich habe lange keinen Trading-Tipp mehr rausgebracht. Oder allgemein bringe ich nicht viel raus, weil ich mehr zum Karrieremodus rausgebracht habe. Aber lasst auch einen Daumen nach oben, wenn dieses Video euch gefallen hat. Und wenn ihr wirklich mehr solche Ultimate Team-Videos sehen wollt oder so ein Trading-Tipp-Video, schreibt es auch in die Kommentare. Ja, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich auch, unterstützt mich und checkt auch die anderen Videos ab. Und ciao, bis zum nächsten Mal.